Vielen Dank an Loloman1 für dieses Replay. Hat er geschickt mit dem Objekt 140. Und ich glaube, das ist auch wirklich der Panzer oder der mittlere Tier 10 Panzer mit am weitesten Abstand, den ich hier überhaupt in meinem E-Mail-Postfach habe. Also ich glaube, es gibt keinen Tier 10 mittleren Panzer, den ich so oft als Replay eingeschickt bekomme wie diesen. Das scheint einfach dem einen oder anderen deutlich öfter eine sehr gute Runde zu gelingen als bei jedem anderen Panzer. Und das ist gerade ungewöhnlich, weil ja doch mein E-Mail-Postfach sehr, sehr deutsch ist und sehr deutsch geprägt ist als Panzernation. Aber wie gesagt, wenn es um die mittleren Tier 10 Panzer geht, da kann ein E50 zum Beispiel so gar nicht mithalten. Das ist dann ganz klar in der Hand des Objekts. Oder auch ein Leopard ist aber weit nicht so stark vertreten. Ja, den AMX 1390 hat er direkt eine gegeben. Auto-Aim auf den. Und nochmal einen. Hier in der Mitte jetzt sehr viel los, muss man sagen. Gott sei Dank hat der Gegner keine Arti, weil der wird sich jetzt richtig freuen. Und auch ein TD hält hier scheinbar nicht so wirklich rein. Wobei, da hätten sie zwei sehr schlagkräftige. So, und jetzt will der AMX noch wegkommen. Aber, nee, das hat er nicht geschafft. Jetzt hat er Gott sei Dank auch noch das Wrack hier vom AMX. Jetzt kommt der Ruh auf ihn drauf. Der rammt jetzt den auch noch weg. Auto-Aim auf den Ruh. Nee, den nimmt jemand anderes. Jetzt der LTDB und der T49. Hier hält drüben auch wahrscheinlich noch einen der dicken Blörrer rein. LTDB wird jetzt rausgenommen. Ah, gerade noch so. Da unten T54, der dann da in der Mitte steht. Gegen den anderen T54 Light. Auto-Aim auf dem. Sehr schöne, schnelle Rundenbeginn. Gefällt mir saugut. Sehr viel los. Sehr, sehr, sehr spannend gleich direkt von Anfang an. Der T54 jetzt auf dem Rückmarsch. Aber jetzt hat er sich da ein bisschen doof festgefahren. Bekommt da nochmal den nächsten Hit. Jetzt bekommt er einen zurück. Und jetzt ist er weg und raus schon mit ihm. Ja, da war in der Mitte doch direkt sehr viel, sehr schnell los. So soll es sein. Nicht lange campen, sondern direkt einfach dem anderen in die Fresse. Manchmal geht es gut aus, manchmal schlecht. Aber in dem Fall hier für sein Team und für ihn sehr gut. Mitte gehört ihnen. Da ist noch ein 110er. IS-3 ist in der Mitte. Ah, die Maus dem LTDB da hinten das Munitionslager, so wie ich es gesehen habe, weggenommen. Armes Munitionslager. Jetzt fährt er zurück. Will da wohl da hinten unterstützen mit 110 Maus und allem drum und dran. Da sind doch sehr, sehr viele Gegner. Gerade die Maus, da müsste er gleich drauf kommen. Ja, da ist er auch schon. Naja. Das war nichts. Jetzt lädt er schon Premium. Übrigens, nach einer Statistik habe ich gelesen, was die Entwickler gesagt haben, dass von 100 Schüssen lediglich 20 Schüsse Premium-Munition sind, die auf die Maus gesetzt werden. Ob das so richtig ist, kann ich natürlich nie sagen oder bestätigen, aber es ist wohl so. Die Auswertungen zeigen 100 Schüsse, die auf die Maus einprasseln, davon 20 Premium. Also gar nicht so viel, wie man vielleicht meinen könnte. Auf jeden Fall, er schießt ja jetzt fleißig Premium und die Maus wird damit ordentlich behakt. Aber sie steht da natürlich auch sehr statisch. Jetzt hat er nicht getroffen diesmal, aber er hat auf jeden Fall noch einen Nachschuss, weil Maus knapp 3 Sekunden Reload hat. Und die Maus auch irgendwie so gar nicht weiß, auf wen sie überhaupt schießen soll. Also nicht wirklich gut, wie die Maus da spielt. Auch, dass sie mit Premium beschossen wird, ist egal. Aber dann kann man auch ruhig mal Premium zurückschießen. So, letzter Schuss Premium und dann hat er's. Und hier jetzt auf dem Helm und weg ist die Maus. 5773 Schaden schon gemacht. Aktuell steht es aber mittlerweile 6-7 für den Gegner. Also da hat sich das Blatt in der Runde deutlich gedreht. Von anfänglich einem sehr guten Ergebnis zu mittlerweile dem Rückstand.
Jetzt will er hier zumindest mal wohl ein bisschen in die Mitte fahren, um da besser agieren zu können. Aber da kommt schon ein WZ-120. Und auf den hat er es jetzt abgesehen. Ja, da hat er direkt ihm eine geben können. Der WZ ist jetzt hier am Rückmarsch, will jetzt nachsetzen, weil er jetzt natürlich den Nachschuss gehabt hätte. Jetzt aber nicht mehr. Jetzt wird hier ein bisschen gesidescraped, geschaut, ob einer in die Ketten schießt oder nicht. Oh, da kommt aber das Objekt 260. Oh, hier hat noch 20 HP, 20 HP lediglich left. Das ist nix mehr. Oh, 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 das ist echt so schön gekettet. 9,9 Sekunden hat das Objekt Reload. Jetzt kettet er ihn direkt nochmal. Und jetzt bekommt er da Schüsse von hinten. Nun kann er sich hier dem weiter widmen. Genau, schön weiterhin aufs Kettenrad, dass er hier weiterhin getrackt ist. Und nimmt ihn jetzt raus. Ganz toll gespielt. Alter Verwalter. Macht der hier eine tolle Runde. Muss ich direkt neidlos anerkennen. Und ich glaube, das kann ich auch wirklich zum Replay of the Week ausrufen. Bis jetzt gefällt es mir nämlich so gut. 10 zu 10 steht's. Es ist auch viel Spannung drin. Es ist viel von allem. 6 Kills hat er schon, den Krieger hat er. Aber er will noch mehr. Von allem dem auch mehr HP hätte er gern. Da bin ich mir ganz sicher. Jetzt fahrt er wohl zum Decappen. Der EN100 steht mindestens drin. Der E75 ist auch nicht weit weg. So, jetzt kriegt er hier jetzt den E75 auf. Aber das ist nicht der, der capped. Jetzt ist er offen. Jetzt kann er noch einen Schuss setzen. Und nimmt den E75 ebenfalls raus. Jetzt muss er, wie gesagt, aufpassen. Er ist noch offen. Jetzt kommt der E3 darum. Der wird aber wahrscheinlich ganz schön schnell weggemacht vom EN100. Da ist er offen. Bietet sich hier auch gut an. Und der nimmt auch den EN100 raus. Und damit beendet er den Cap. Bradley Walters hat er auch klar gemacht damit. 8.319 Schaden derzeit. Und nur noch der 110er am Leben. Ja, es wird auch geschrieben, good job Objekt. Und das kann ich ganz klar so sagen. Definitiv good job. Nein, naja, da muss er natürlich, der wollte jetzt gerade noch einen schnellen Schuss anbringen. Der 110er guckt Gott sei Dank nur auf die E5, er hätte hier einen ganz leichten Kill mit dem Objekt eigentlich. Aber jetzt wird hier auf den 110er gegangen. Sehen wir noch einen Schuss in die Kommandantenkuppel. So, jetzt seitlich ran. Der Schuss und der Kill. Wahnsinn. Wahnsinnsrunde. 8.964 Schaden. Radley Walters geholt und mit 20 HP überlebt und sehr clever gespielt. Ganz klar, mein Replay of the Week vom Objekt. Und Loloman 1, vielen Dank für die Einsendung. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Daumen nach oben, würde das Ganze bestätigen. Bis zum nächsten Mal, euer Alcaramba.